Hallo Schachfreunde, hier ist der Sascha für euch und willkommen zur zweiten Ausgabe von Fehler, der Großmeister. Heute schauen wir uns 7 Beispiele an von Supergroßmeistern bzw. sogar Weltmeistern, die es geschafft haben, in einer Stellung, wo der Gegner ja wenig bis gar nichts drohte, innerhalb von wenigen Zügen die komplette Stellung einzustellen, weil sie irgendwas Taktisches komplett übersehen haben. Und ja, das gucken wir uns hier heute an. Ihr seid mit dabei, ihr könnt mitgucken und versuchen, das rauszukriegen. Für alle, die die Partien oder Daten zur Partie noch interessieren, ich schreibe euch die Spielerdaten nochmal unten mit rein. Ich mache auch einzelne Kapitel für euch. Da könnt ihr alles nachvollziehen. Sollte euch trotzdem noch irgendwas fehlen, sagt gerne mal Bescheid. Und ja, lasst uns mal in die Partien starten. Da es alle sehr kurze Partien sind, gucken wir uns immer den Partieverlauf ganz kurz an, bis zum entscheidenden Moment. Und dann dürft ihr versuchen, hier das Ding zu lösen. Wir starten mit Christiansen, Karpov, Wijk aan Zee, 1993. Wahrscheinlich die bekannteste Partie in diesem Beispiel hier. Aber nichtsdestotrotz, ja, dadurch, dass viele auch später mit Schach angefangen haben, heißt es nicht, dass jeder das Beispiel hier kennt. Öffnungstechnisch hier soweit alles relativ normal. Hier bin ich nicht mehr up to date. Ich weiß, dass es hier diese Variante mit Läufer A6, Dame C2, Läufer B7 auf jeden Fall früher gab. Die Idee war, die Dame irgendwie von der D-Linie wegzulocken. Aber kann ich jetzt hier weiter nicht beurteilen. Es sieht soweit erstmal öffnungstechnisch hier alles ganz logisch aus, was passiert. Schwarz versucht sich jetzt hier mit dem Tausch so ein bisschen zu entlasten. Weiß spielt Läufer F4, das ist logisch. Ne? Geht hier irgendwie auf die schwarzen Felder rauf, plant eventuell mal so Sachen wie ja, Turm D1 und dann auf das Feld D6 raufzugehen und solche Sachen. Und das wollte Schwarz, unser lieber Karpov, hier halt verhindern und ja, wollte gleich gucken, dass er die schwarzen Felder gut unter Kontrolle kriegt und da keine Probleme hat in dieser Partie. Spielte daher Springer H5. So ein Springerausfall ist natürlich immer in Vorsicht zu genießen, allerdings will er halt den Läufer von F4 vertreiben und ja, wollte jetzt auch konkret sich darum kümmern, dass er hier die schwarzen Felder in den Griff kriegt und dazu spielte er Läufer D6. Und jetzt geht die Partie genau noch einen Zug bzw. einen Halbzug, denn nach dem nächsten weißen Zug gab Schwarz bereits auf und hier könnt ihr mal gucken, ob ihr die Lösung findet. Ja, für alle, die es gefunden haben, herzlichen Glückwunsch, ihr habt dann hier die Figur gegen einen Weltmeister gewonnen. In diesem Fall, ja, sollte die Lage eigentlich nicht so schwer sein, aber wie es manchmal in der Partie passiert, man denkt halt tatsächlich schon zu weit und ist zu weit in tieferen Konzepten einer Partie manchmal versteckt und ja, sieht leider die offensichtlichen Dinge nicht. Die offensichtlichen Dinge, die ihr hoffentlich gesehen habt, sind 2 ungedeckte Figuren bei Schwarz, nämlich so ein Springer auf H5, der hier keine Deckung hat, und ein Läufer auf D6. Und wenn man dann mal sucht Felder, von denen die beide angegriffen werden können, dann findet man das Feld D1 und ja, mit dem an sich etwas merkwürdigen Zug, mit dem man nicht unbedingt rechnen würde, Dame D1 gewinnt Weiß hier einfach eine Figur. Schwarz hat überhaupt kein Gegenspiel dafür und dementsprechend gab Schwarz hier auch direkt auf, weil ja, Figurenverlust ist nicht zu vermeiden und es gibt auch keine Variante, wo er hier irgendwie irgendwas dafür kriegen würde, sondern es ist schlicht und ergreifend eine Figur weg. Jo, das war Beispiel Nummer 1. Schauen wir weiter, was hier noch so alles passierte. Zweites Beispiel, Ye Rongguang, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, gegen Luc van Wely. Luc van Wely, hier auch bekannter Spieler, absoluter Supergroßmeister, unterliegt hier einem, in Anführungszeichen, einfachen Großmeister. Partie ist von 1997 in Holland gespielt. Und ja, wir gucken uns das hier mal an, wie das Ganze hier so vonstatten ging. Soweit hier alles mehr oder weniger normal. Weiß, ja, wählt einen ganz ruhigen, gemütlichen Aufbau. Schwarz baut sich auch in aller Ruhe hier auf. C5 versucht jetzt ein bisschen aggressiv gegen das Zentrum vorzugehen. Und C3 festigt das Zentrum hier erst einmal. Ja, und Schwarz hat natürlich hier ruhiges Spiel, kann sich auf diverse Art und Weisen aufbauen. Und ja, hat ganz viele Möglichkeiten, was er hier machen will. Und in diesem Fall entschied sich Luc van Wely zu B6. Und nun seid ihr wieder mal gefragt. Könnt ihr auch hier eine Möglichkeit finden, einen Supergroßmeister umzuhauen und hier einfach Material zu gewinnen auf relativ einfache, simple, taktische Weise? Ja, ich hoffe, ihr habt es finden können und habt auch das Problem erkannt. Das Problem ist diese Diagonale, die Schwarz hier eben geöffnet hat. Und ja, das sollte ein bekanntes Problem sein, wenn diese beiden Figuren hier noch nicht entwickelt sind. Dann hat man immer Schwierigkeiten, wenn dort eine Figur auf der Diagonale auftaucht und muss ganz, ganz vorsichtig sein.
und dementsprechend gewinnt Weiß hier Material mit dem Zug Läufer schlägt F6. Schwarz hat keine Zeit, jetzt irgendeinen Zwischenzug wie D5 oder irgendwas zu machen, dann würde sich Weiß mit seinem Läufer hier einfach nur durchfressen und nach Läufer schlägt F6, was in der Partie auch kam, konnte Weiß zwar hier noch nach Läufer D5, hat hier Schwarz noch mit Läufer A6 ein paar Züge weitergespielt, aber musste dann halt doch aufgeben, weil ja der Materialverlust einfach nicht zu kompensieren war und er auch kein Spiel irgendwie dafür bekam. Ja, in diesem Beispiel ist die Frage, warum wurde das hier übersehen? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass das Warnsignal hier nicht berücksichtigt wurde. Also das Warnsignal hier ist im Prinzip das Problem mit dieser Diagonalen, dass das halt schnell diesen eingesperrten Turm kosten kann, beziehungsweise eine Figur kosten kann. Und das Problem ist, dass auf höherem Niveau man halt diesen Zug Läufer schlägt F6 nicht erwarten würde. Läufer schlägt F6 ist halt total antipositionell. Diesen Läufer möchte man eigentlich behalten und möchte den nicht freiwillig so gegen den Springer abgeben. Aber im konkreten Fall gewinnt es halt Material und deswegen ist es hier natürlich völlig gerechtfertigt und mit Abstand der beste Zug. Ja, so kann es dann gehen und wir sehen, diese Beispiele sind auch alle ein bisschen unterschiedlich. Schauen wir uns Beispiel Nummer 3 an. Aus dem Jahr 2004, Alexander Morozewicz mit Weiß gegen Viktor Korchnoi mit Schwarz. Und ja, ich verrate euch mal noch nicht, wer von beiden hier das Opfer ist. Beides natürlich hochkarätige Großmeister, von daher ja, weder der eine noch der andere sollte hier so einfache Taktiken übersehen. Wir sehen einen Spanier hier auf dem Brett. Ganz ruhig gespielt hier von Morozewicz mit D3. Alles hier nichts, was den einen oder anderen hier erschüttern sollte. Alles in Ordnung aus Sicht beider Spieler. Interessante Variante hier auf jeden Fall mit dem ja, Springer auf D5. Weiß hat hier natürlich für das Läuferpaar einige konkrete Pluspunkte. Der Springer auf D5 ist relativ stark. Und das ist natürlich Weiß größter Trumpf hier im Moment in Kombination mit der A-Linie und vielleicht dem Zielpunkt A6 früher oder später. Und dementsprechend spielte Schwarz hier einen absolut logischen Zug und spielte hier den Zug C6. Leider hat er einige taktische Nachteile und deswegen gab Schwarz auch nach dem nächsten weißen Zug auf. Und jetzt ist es wieder an euch, das zu finden. Wo ist das Problem an diesem logischen Zug, der einfach diesen aktiven Springer versucht zu vertreiben? Ja, ihr habt ihr vielleicht gesehen oder solltet ihr grundsätzlich sehen, dass hier drüben natürlich eine potenzielle Gabel ist. Ne? Dieses ist eine typische Gabel, solange der König halt noch nicht rochiert hat. Und dazu kommt in diesem Fall, dass Schwarz mit seinem letzten Zug, dass Schwarz mit seinem letzten Zug hier diese Diagonale geöffnet hat. Und das führt dazu, dass hier Läufer A5 die Dame angreift und einfach Material gewinnt. Ne? Entweder ja, die Dame kann man natürlich nicht einfach gegen zwei Figuren geben, das wäre natürlich auch nicht wirklich spielbar. Und wenn die Dame halt zieht, dann würde einfach der Springer hier reinhüpfen. Die Dame anders hier wegzieht. Dann würde einfach der Springer reinhüpfen, würde sich da hinten den Turm einsammeln. Und ja, das wäre so absolutes Minimum, was hier passieren würde. Und deswegen, ja, gab Korchnoi hier nach Läufer A5 tatsächlich auch die Partie auf. Nächstes Beispiel. Judith Bolger gegen Joël Lothier. Ist eine Schnellschachpartie in diesem Fall aus dem Jahre 2001. World Cup. Und ja, wir gucken mal, wie das Ganze hier vonstatten geht. Wir sehen einen Sizilianer mit Läufer B5 hier gespielt. Alles soweit hier relativ normal. Das kann man alles so spielen. Das ist alles tiefe Theorie. Und ja, hier bin ich nicht up to date, weiß nicht, was hier tatsächlich los ist, aber ja, auch hier muss eigentlich alles soweit Theorie sein. Ich weiß nicht genau, wie es hier von den Zügen weitergeht, was Schwarz hier an der Stelle machen soll, das dürfte mich hier jetzt nicht fragen. Auf jeden Fall geschah in der Partie Dame B6, das ja, ist auch ziemlich logisch. Und nach Läufer C4, was auch die logische Reaktion ist, geschah Dame schlägt B2. Und nach Läufer schlägt D5, Dame schlägt A1, dürft ihr mal kurz mit Weiß überlegen. Bis hier war die Variante ja relativ klar, dass das so in der Richtung passieren könnte. Und nach dem nächsten Zug gab Schwarz hier plötzlich auf.
Und der Grund dafür, ja, sollte nicht so schwer sein. Ich hoffe, ihr habt es gefunden. Es ist nicht weiter kompliziert, ihr müsst hier gar nicht, also es ist natürlich ein bisschen tiefer liegend in diesem Beispiel. Es ist jetzt nicht ganz so, dass man direkt hier Material gewinnt wie eben. Aber nach Dame D2, im relativ simplen Zug, ja, kommt die schwarze Dame da halt nicht mehr raus. Und Schwarz bekommt auch nicht Material, der hier nicht den ganzen Turm gewonnen hat, sondern nur eine Qualität. Er kann für seine Dame natürlich noch den Turm auf F1 bekommen. Aber das reicht hier natürlich am Ende des Tages nicht. Denn Weiß wird mit Dame und Figur gegen zwei Türme bleiben. Und absoluter Gewinnstellung. Deswegen, ja, gab Lothier hier auch auf und Polgar gewann das hier kurz und schmerzlos. Das ist einer der besonders überraschenden Momente. In diesem Fall finde ich es noch extremer als in den anderen, weil in den anderen handelt es sich offenbar um, ja, irgendwelche Übersehen, die stattgefunden haben, weil man einen gegnerischen Zug vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Hier ist es eine, ja, ziemlich logische Variante mit logischen Zügen, ne? Schwarz greift hier den Läufer an, dass der Läufer hier hingeht und den Springer eventuell, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Kandidatenzug, den man berücksichtigen sollte. Nach Dame schlägt B2 ist Läufer schlägt D5 auch nicht verwunderlich. Also klar, man kann ja auch über andere Züge nachdenken, aber trotzdem sollte das einer der ersten Kandidaten sein, dass man eventuell da einfach die Quali gibt und versucht hier die Dame zu fangen. Und ja, dagegen ist hier absolut kein Kraut gewachsen und das hätte Schwarz mit Sicherheit auffallen sollen. Ich hoffe, ihr schneidet soweit hier ganz gut ab bisher. Und ja, wir gucken mal, wie es denn zu Ende geht. Bin gespannt, wie viel ihr hier holt. Und hoffe, dass ihr gut durch die Beispiele soweit gekommen seid. Weitere Partie, Robert Hüper gegen Michael Thal, auch Weik an See 1982. Und ja, E4, E5, Springer F3, F6. Wir sehen einen weiteren Spanier, diesmal Abtauschvariante. Kurze Rochade, F6, D4, Läufer G4. Und ja, hier bin ich nicht up-to-date, was die Theorie angeht. Abtausch-Spanier habe ich nie richtig gespielt. Ich habe zwar früher in meiner Jugend Spanisch gespielt, aber dann nicht die Abtausch-Variante. Von daher, keine Ahnung, was hier das Theoriebuch sagt. Wir gucken einfach mal, wie die Partie hier so läuft. Sieht auf jeden Fall alles soweit logisch aus. Springer C4, auch das, ja, macht irgendwie Sinn. Und ja, jetzt versucht hier Weiß Hübner hier ganz dreist, diesen Bauern auf E5 mitzunehmen. Und ja, hier spielt Thal einfach Läufer H5. Und ja, hofft halt, dass er mit dem Läuferpaar genug Gegenspiel hat. Der Bauer auf E4 hängt. Es droht im Prinzip Turm AE8 hier noch, um dann hier Druck auf E5 und auch E4 zu machen. Also von daher habe ich mir die Stellung nicht genau angeguckt, aber ich vermute, dass das alles nicht gut ist, was Weiß hier tatsächlich gemacht hat. Und ja, Weiß möchte jetzt irgendwie dem Problem der Lage hier auch Herr werden und möchte hier versuchen, die Punkte, die hier sind, irgendwie zu decken und halt den Punkt E5 schon mal zu überdecken. Und dazu spielt er hier den Zug Läufer nach F4. Und nun seid ihr wiederum gefragt, guckt mal in Ruhe rein. Ich weiß, vom Schwierigkeitsgrad wird es jetzt ein klein bisschen schwieriger, aber nichtsdestotrotz ist auch hier die Lage nicht so kompliziert, wenn ihr ein bisschen reinguckt und überlegt, was könnten denn hier sein, was sind für Motive im Spiel. Schaut mal, ob ihr hier den richtigen Ansatz finden könnt. Ja, das Problem, was Weiß sich hier jetzt selber geschaffen hat und was halt noch viel schwerer wiegt als alles, was bisher war, ist, dass er seinen eigenen Springer auf E5 hier gefesselt hat. Und damit ist natürlich der Springer und der Läufer hier beide zum Angriffsziel geworden. Wir sehen halt hier auch schon den Turm auf der halboffenen Linie, der sich da ja um den Kollegen kümmert. Und das ist hier genau das Problem. Schwarz kann hier jetzt das etwas unerwartete, aber taktisch gesehen sehr logische Läufer schlägt F3 spielen. Warum macht er das? Warum hat er das einen Zug vorher nicht gemacht? Ja, weil einen Zug vorher diese Fesselung halt noch nicht bestand. Und da machte das keinen Sinn, weil er hätte Weiß einfach mit dem Springer von E5 zurückschlagen können und dann hätte das Ganze nicht wirklich viel gebracht, außer dass man ein Läuferpaar abgegeben hätte. Aber nun kann er das halt nicht. Und egal, ob man hier mit dem Bauern schlägt, hat man das Problem nach Springer H5, hängt halt dieser Läufer und wenn der Läufer halt hier zurückgeht, dann wird er halt abgetauscht und es bleibt halt der Springer auf E5, der hier am Ende des Tages hängt. Und auch wenn man mit dem Turm hier auf F3 schlägt, ändert das an der Lage nicht wirklich was. Denn auch hier kommt einfach Springer H5. Jetzt hängt der Läufer hier wieder.
Und ja, sollte man ihn zurückziehen, kommt wieder das Gleiche, dann würde man einfach hier den auf G3 einfach wegschlagen. Nicht wichtig, nicht den, vielleicht nochmal hier wichtig, ganz kurz, nicht den Turm hier schlagen, weil dann würde der Springer zurückschlagen. Einfach den Verteidiger vom Springer eliminieren und im nächsten Zug dann halt den Springer schlagen. Und auf den Zwischentausch hier würde man halt mit dem Turm wieder schlagen. Da, oh, das ist also auch kein Problem. Ja, und letzte Variante wäre hier noch G3, aber das kann natürlich auch nicht funktionieren, denn hier stellt man sich natürlich selber in diese Fesselung rein und hier hat Schwarz nun mehrere Züge zur Auswahl. Ein logischer, der auf jeden Fall funktioniert, ist jetzt einfach den Springer wegzunehmen, denn ja, Weiß kann ja nicht wiedernehmen aufgrund dieser Fesselung. Ja, das Beispiel nun ein bisschen variantenreicher, aber am Ende des Tages doch. Bringt sich hier Weiß mit dieser Fesselung einfach selber um und ansonsten hatte Schwarz hier zumindest keine tödlichen Drohungen. Natürlich stand Schwarz hier wahrscheinlich besser und hatte die Idee, mit Turm E8 hier irgendwie ins Spiel zu kommen und hatte natürlich seine Möglichkeiten hier. Aber wenn wir an dieser Stelle irgendeinen ruhigen Zug machen, wie zum Beispiel Läufer D2 oder Läufer E3 oder sowas, dann ist es nicht ersichtlich, dass man hier sofort aus den Latschen kippt als Weißer, sondern ja, zumindest eine schlechtere Stellung hat, die man noch eine Zeit lang spielen kann. Ja, ein weiteres sehr extremes Beispiel, wie jemand sich selber umgebracht hat oder sich selber um die Partie gebracht hat. Peter Lego gegen Jan Ehlfest. Schwarzspieler vielleicht jetzt hier nicht so bekannt, hier aber auch mit einer Wertungszahl von 2660, also auch deutlich starker Spieler. Schnellschachpartie aus dem Jahre 1996, also auch hier ausreichend Zeit eigentlich und die Partie dauert auch gar nicht lange. Ja, wir sehen eine moderne Verteidigung im Prinzip. Hier wird dann C5 gespielt, H3, Springer C6, D5 und Schwarz entschließt sich hier zu Springer A5. Ja, sehr interessante Idee, den Springer dort auf die Seite zu bringen. Schwarz möchte halt gerne hier weiter am Damenflügel angreifen, versuchen, diesen Läufer hier irgendwann zu öffnen und damit irgendwie Spiel zu kriegen. Und genau darin bestehen auch die Ideen, die er hier hat, dass er damit irgendwie was machen kann. Und das ist der Grund, warum Weiß jetzt hier auch mit B4 am Ende des Tages nicht vorwärts kommt. Denn nach B4 würde man den einfach einmal raustauschen. Und da könnte man hier Springer D7 spielen. Dann hätte Weiß das Problem halt dieser langen Diagonale und deswegen, ja, geht die Idee mit B4 halt noch nicht in dieser Stellung. Das ist die taktische Rechtfertigung für Springer A5, obwohl man natürlich auf den Springer hier jetzt immer aufpassen muss, dass diese Idee B4 hier nicht geht. Und nach Turm E1, was jetzt ja im Prinzip so ein bisschen ja, E4 einmal überdeckt, vielleicht irgendwann mal. Oh, Mensch, was ist das heute? Vielleicht irgendwann mal mit der Idee E5 droht, muss sich Schwarz natürlich überlegen, was er hier nun macht, ob er hier nun irgendwie versucht B5 vorzubereiten oder vielleicht mit C4 irgendwie hantiert. Und in der Partie spielte Schwarz das ja etwas merkwürdige E5. Und ja, nun sollte es euch hoffentlich nicht mehr so schwer fallen, wie Weiß denn hier reagiert hat. Ja, Weiß hat natürlich alles, was da im Zentrum ist, an Spannung und sonstigem hier jetzt ignoriert, denn dadurch, dass sich Schwarz selber diese Diagonale hier mit seinem Zug zugestellt hat, hat er sich auch seiner Verteidigung gegen B4 beraubt. B4 gewinnt nun einfach eine Figur, weil der Springer nicht mehr weg kann und Schwarz keine taktischen Ideen mehr dagegen hat. Und so gab Schwarz hier simpel und ergreifend auf. Jawohl. Ja, ein weiteres, noch extremeres Beispiel, wenn man auf die Wertungszahlen guckt. Vugor Gashimov gegen Wladimir Kramnik gespielt. Weltblitzmeisterschaft 2009. Hier sehen wir einen Skandinavier, der sich hier ergibt. Mit Dame D6 gespielt. Soweit hier alles, ja, mehr oder weniger in normalen Bahnen dieser Variante. Und jetzt wird es hier gleich ziemlich giftig.
Schwarz spielt hier Dame A6 und versucht hier auf A2 mit seiner Dame reinzukommen. Weiß sucht hier nach taktischem Gegenspiel. Schwarz gibt jetzt hier den Läufer, um halt auf A2 reinzukommen. Jetzt wird es natürlich gefährlich, unter anderem für den weißen König. Dafür hat Schwarz das Läuferpaar. Und ja, hier gibt es viele interessante Züge und ja, ist bei weitem nicht klar, wie diese Stellung hier zu bewerten ist. Weiß hat hier durchaus Angriffsmöglichkeiten, auch mit H4, A5 irgendwann mal was zu machen. Also von daher ist es nicht ganz klar. Vielleicht sollte er hier C3 machen, um seinen König irgendwie zu sichern, dass da nichts weiter passiert. Aber auch Endspiele in dieser Richtung sind nicht unbedingt klar mit dem Läuferpaar hier gegen Springer und Läufer. Von daher, ja, diese Stellung hier zumindest alles andere als klar. Gerade in der Blitzpartie kann hier alles Mögliche bei rauskommen. Ja, aber unser lieber Weißspieler mit einer Wertungszahl von 2750 griff hier einmal ordentlich ins Klo, wie man so sagen könnte, mit dem Zug Läufer schlägt E7. Und nun seid ihr mal wieder gefragt, einen Weltklasse-Spieler hier auseinanderzunehmen. Welchen Zug würdet ihr hier spielen, um die Aufgabe eures Gegners zu erzwingen? Ja, hier ist natürlich klar, dass der weiße König ja schon in Problemen stecken kann. Er hat nur noch das Ausbruchsfeld hier über D2, ansonsten wäre Dame A1 halt schon matt. Und wenn man das hier einmal gesehen hat, dann kommt man natürlich auf die Idee, dass dieser Läufer über diese lange Diagonale hier plötzlich das Feld in den Griff bekommt. Und ja, hiergegen gibt es halt keine ernsthafte Verteidigung. Der Läufer kann nicht zurück dazwischen, weil er nicht gedeckt ist. Den würde man einfach wegnehmen. Wenn der Turm dazwischen geht, dann wird man hier nicht den Turm schlagen, sondern wird hier einfach matt setzen. Nicht? Dann ist es ganz einfach vorbei. Also ist das Einzige, was weiß hier bleibt, um es matt zu verhindern, seine Dame hier zu opfern gegen den Läufer. Und das ist natürlich ja absolute Katastrophe. Und dementsprechend ja, ging die Partie ja auch nicht weiter, sondern nach Läufer H6 Schach musste Weiß hier einfach aufgeben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen für eure Praxis. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr alle Fehler der supergroßen Meister und Weltmeister hier ausnutzen konntet. Würde mich persönlich sehr interessieren, ob ihr alle Lösungen hier tatsächlich gefunden habt. Und ich hoffe, ihr fühlt euch das nächste Mal besser, wenn euch so ein krasser Fehler passiert und ihr irgendwie mal was einstellt. Ihr seht, selbst Spieler von Weltformat kann das ab und zu mal passieren. Und in diesem Fall waren es ja wirklich alles ziemlich einfache Dinger, wo sich die Leute selbst reingelegt haben. Wenn ihr noch Wünsche, Anregungen für diese Serie habt, Sachen, die ihr gerne sehen würdet, was da noch so passiert ist, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ansonsten sehen wir uns hier bald wieder zum nächsten Video. Bis dahin, euer Sascha.